Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, hier geht's weiter beim Explorer und wir legen auch gleich mal los. A-Stern, sehr schön, denn es gibt ein paar Neuigkeiten nochmal. Und zwar hat sich Frontier im Forum geäußert, wie es denn mit dem nächsten Update ausschaut für Odyssey. Und zwar das Update Nummer 7. Und das haben sie jetzt geplant für Mitte September. Genau, das Datum steht noch nicht fest. Mitte September hieß es. Sind ein paar interessante Sachen sind drin, finde ich. Und auch interessante Ausblicke, was denn noch kommen mag. Da können wir gleich mal ein bisschen was runterradern. Was ich euch freuen könne. Dann endlich machen sie doch mal was. Sieh mal dann. So, also, können sie hier noch scannen, glaube ich. Scannen und vorlese ist immer so Sache für sich. Wir gucken es mal. Also, zuerst einmal werden noch letzte Stellschrauben an der Beleuchtung gedreht. Da hat sie schon mit Update 6 hat sie schon einiges Gap und hier wird jetzt weitergemacht. Und zwar konkret haben sie genannt die Fleet Carrier und Außenbereiche von Stationen. Also Exterior Station Lightning. Keine Ahnung, was für Stationen meine. Wahrscheinlich die Coriolis und Kram, weiß ich nicht. Auf jeden Fall an Stationen im Außenbereich wird was dran gedreht. Und damit betrachten sie das Thema Beleuchtung zuerst mal als gefixt und erwartet natürlich Feedback. Wenn es natürlich irgendwas verhaut, dann ja, von vorne. Aber das sind die letzten Anpassungen da dran. Dann wird auch an dieser Sache weitergemacht, dass die Texturqualität bei Odyssey im Vergleich zum Anfang ja ziemlich gelitten hat. Und da hat es ja eigentlich schon ein riesen Update gibt mit dem Update Nummer 6, wo einiges verbessert wurde mit Oberflächendetails von der neuen Planete. Und da macht man jetzt auch ein bisschen weiter mit letzten Änderungen, die sie sahen fürs Update Nummer 7. Genau. Dann auch, was immer noch ein Thema ist, wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang Thema bleiben wird, ist die generelle Optimierung bezüglich der FPS, die man so hat. Da kommen jetzt auch mehr Optimierungen mit darin ins Update 7. Sie haben jetzt genau genannt Verbesserungen am NAV-Mesh-System, an der Beleuchtung, am Boden, also im Terrain, der Umgebung. Der NPCs und der Glass Shader. Hört sich ganz gut an, nur das NAV-Mesh irritiert mich jetzt ein bisschen. Bin da auch nicht firm drin, weil ein NAV-Mesh. Okay. Lass uns mal gerade mal um den Spaß gucken, wie weit bist du weg? Das geht eigentlich. Wo haben wir irgendwo, wo einiges ist? Nur 2. Komm, um den Spaß scannen wir dann mal. Würde mich mal interessieren. Die 4000, das reicht dann um. Das reicht dann um die nächsten Punkte noch abzuklappern. Genau, wie gesagt, NAV-Mesh-System, soviel ich weiß, ist ein NAV-Mesh eigentlich so ein Layer in der Grafik, der eigentlich nicht direkt sichtbar ist, sondern zur Wegfindung von NPCs genutzt wird. Haben die das damit dann eventuell übertrieben, dass die zu komplex sind, dieser Layer, eventuell, man weiß es nicht genau, aber da soll Verbesserungen werden. Und sie haben schon mal angekündigt, ein großer Batzen an der Performance, dass das Core-Team macht, also die Jungs, die ganz tief am Kerncode hat rumschrauben, soll in Update 8 kommen. Und das wäre sehr interessant, finde ich dann. Dann kommt ein nettes Feature drin, kann eventuell ganz praktisch sein, ich hätte es MO8 gebraucht. Und zwar wird man die Shuttles, also man kann hier auf der Station bei Apex das Shuttle buchen, und die kann man dann mitten während dem Flug
quasi ab, nicht abbrechen, sondern umleiten. Wenn man zum Beispiel gemerkt hat, ach du, herrje, meine Zielstation ist 600.000 Lichtsekunden weg, das will ich nicht. Dann kann man dem sagen, nee, flieh mal bitte nochmal zurück. Oder, oh scheiße, ich habe meine Waffe vergessen. Das ist, bei mir nämlich ist eher schon mal so gegangen, wie ich auf eine Konfliktzone gegangen bin. Weil ich nicht, ich keine Waffe dabei, beziehungsweise nur einen Raketenwerfer. Das war relativ dumm. Genau. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, die Flüge im Flug halt umzulenken. Also um ein anderes Ziel. Genau, dann hat es wohl mit Update, nach Update 5 unter gewissen Umständen Einbrüche in der Framerate gegeben. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil bei mir war sie konstant gut bzw. schlecht. Aber deswegen haben sie auch Fixes eingebaut, muss doch wohl ein paar Leute betroffen. Genau, und dann genau, natürlich eine Handvoll, ich sag mal, kleinere Probleme, also es sind alles so Issues von dem Issue-Tracker, wo sie dann behoben haben. Wobei ich habe jetzt nicht alle rausgeschrieben, ein paar fand ich, ja gut, für meine Spieler halt eh zu uninteressant. Was ich super finde, es hat es auch schon oft noch vorgegeben, und zwar, dass die Support-Missionen nicht weit, also nicht umfangreich verfügbar sind. Also und zwar die, wo man eine stillgelegte oder eine, wo man in einer Station der Reaktor nochmal hochfahren muss quasi, weil die Station, die eignet sich eigentlich immer ganz gut zum Plündern, weil da hat man eh schon die Zugänge, die man braucht, wenn man wieder Reaktor starten muss, und dann kann man sich da immer bedienen. Und nach Update 5, glaube ich, oder war sogar seit Update 6, sind die halt kaum noch verfügbar gewesen, und das soll halt jetzt mit Update 7 korrigiert werden. Da freue sich bestimmt ein paar Leute drüber, könnte ich mir vorstellen. Genau. Und ein paar von denen Fixes und Quality of Life Verbesserungen, also wahrscheinlich jetzt nicht die, die ich jetzt genannt habe, weil die betreffen vor allem Odyssey, also so ein Haufen nebensächliche Fixes und Improvements, sollte dann sogar für Horizons auf PC und Konsole ausgerollt werden. Das ist vielleicht dann auch nicht das Schlechteste. Oh, Moment, wir sind schon da. Geht aber noch weiter, wir sind noch nicht ganz durch. Und zwar, genau, dann gibt es ein neues Feature für Konfliktzone. Und zwar gibt es da dann Anti-Air-Turrets, also Luftabwehrkanone quasi. Falls jemand mit seinem Raumschiff mitmischen will. Tubus-Towers. Ich würde sagen, da fliegen wir gerade hin, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Tubus Towers, die könnte man mal angucken. Genau. Die kommen in Konfliktzone. Dann haben sie noch irgendwas geändert mit Konfliktzone. Irgendwas mit bewaffneten Leuten mit Raketenwerfer oder so ein Kram. Also alles, was mir nicht so behagt. Ja, okay, gut, der, was sowas spielt, freut sich bestimmt darüber. Wow. Nicht so schnell, Herr Kommandant. Eigentlich hätte ich jetzt soll was anderes gucken. Können wir das noch schnell? Egal, komm, wir fliegen einfach so runter. Genau, dann, was es noch geben wird, sind neue. Neue Innenausstattungen von Stationen. Und zwar die Social Hubs, so bezeichnen die das ja, die wäre ein bisschen variabler gestaltet, dass man halt der Typ von der Station, wo man ist, also wahrscheinlich, ich verstehe das so, dass einer Touriste, also ein Sternsystem mit Tourismus, das dann halt eher, keine Ahnung, Werbeplakate von wunderhübschen Planeten sind. Auf einer Industriestation stehen irgendwo ein paar Container mir rum. Sie haben da ein paar Screenshots gepostet. Unterscheidet sich jetzt nicht so großartig, sind eher so Details oder ja, ein paar farbigere Treppe oder so. Auf jeden Fall, um da ein bisschen Varianz drin zu bringen. An diesen Dingen. Gucken wir mal, NG, das ist in Ordnung. Ach genau, dann, da freue sich wahrscheinlich auch ein paar Leute drüber, wird die Anzahl von den Modulen, die man auf Raumstationen
lagere kann, wurde erhöht. Ebenso, da freue ich mich dann auch drüber, wie die Anzahl der Bookmarks, die man auf der Sternenkarte setzen kann. Da bin ich auch schon mal ans Limit gestoßen. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwie im Bereich Explorer will und schon mal Pi mal Daumen die ganze B-Sterne oder O-Sterne markiert, damit man es leichter anfliegen kann. Genau, da bin ich auch schon mal bisschen ans Limit gestoßen, wo ich nichts mehr anlegen durfte. So, Moment, jetzt müssen wir mal hier. Was ist denn das da? Bakterien, kann das sein? Ich würde doch mal sagen, dass das Bakterien sind. Sollen wir hier gerade mal landen, oder? Und das sind jetzt keine Tubus Towers, aber dann cruisen wir halt ein bisschen mit dem Buggy Dome. Genau. Immer noch nicht fertig. Es kommt noch was. Und zwar ist erstmal lande, ohne das Schiff kaputt zu machen. Das kann ich bei Niedrig G immer gut. Ich bin quasi Experte da drin. Bei Niedrig G Planeten mein Schiff kaputt zu machen. Und zwar kommt auf vielfachen Wunsch die AMD Fidelity FX Option wieder ins Update drin. Und zwar, Moment, kann ich gerade zeigen. Und zwar gibt es ja hier bei der Grafik, oder jetzt momentan gibt es hier nur, genau, Anti-Aliasing und Super-Sampling und Hochskalierung. Ne, Moment. Ach genau, ja, das hat sich ein bisschen geändert gerade. Jetzt kann ich nur, ich kann normal und jetzt kann ich halt die, ach genau, wenn ich das hier aktiviere, AMD FSR, das ist es. Jetzt kann ich nämlich nur wählen hier zwischen Leistung, also zwischen den vordefinierten Presets, sage ich mal. Das hat sich schon geändert. Bei Update 5 konnte man hier auf AMD FSR stellen und da konnte man hier wirklich die Sampling instellen. Also quasi das hier konnte man dann vorher noch instellen, auf wie viel ich runter samplen wollte. Beziehungsweise auf wie viel gerechnet wäre soll von der native Auflösung und dann hochskaliert. Das hat sich mit dem Update 6 ein bisschen geändert bei den Optionen. Da habe ich jetzt alles wieder zurück. Genau, abbrechen. Ja. Und diese Einstellung soll wieder zurückkommen. Finde ich gar nicht schlecht. Die fand ich nämlich irgendwie ein bisschen cooler. Genau. Das war es mit den Erinnerungen, die geplant sind. Also kann sich natürlich noch ändern, aber das ist nur für Update 7 geplant. Ist doch mal. Hört sich doch mal gar nicht so verkehrt an, oder? Finde ich jetzt mal. Ich will hier nichts kaputt machen. Nicht mehr Raumschiff, nicht mehr Buggy. So, irgendwo da vorne bei meiner Nase war doch. Ist doch auch was davon. Kommen wir doch da hin. Sehe ich doch schon was. So, wir können allerdings noch komplett weitermachen. Es gibt nämlich noch ein paar Sachen. Ein paar Ankündigungen. Und ich hätte dann auch noch was. Volles Programm heute. Und zwar ein paar. Moment, komm, einen Schluck trinke. So, ein paar Features, die, was haben wir dann hier, erst mit Tretung, sehr schön, ein paar Features, an denen ich arbeite, die jetzt nicht direkt kommen, aber Bacterium aurasus gelb, okay, interessant, das muss man natürlich noch als Bild festhalten für die Nachwelt, also ein paar Features, die an denen er arbeitet, die aber noch nicht für Update 7 kommen, aber halt später. Auch ein paar schöne Sachen dabei. So, jetzt müssen wir ein paar andere finden. Ja, okay, dann einfach mal, würde ich sagen, wir machen nochmal die altbekannte. Das hat ganz gut geklappt. Wir markieren mal unser Raumschiff, damit wir dann noch wegfliegen können. Genau, damit wir nicht zu weit fahren. Da hinten, der linke, rechte Hand, hat man gerade was gesehen, aber das war wahrscheinlich dann zu nah.
Eieieiei, das ist eine Dünenlandschaft hier. Da vorne sehe ich doch schon was. Also, oder? War da was? Genau, es ist ja schon weiter am Text hier. Und zwar arbeitet man dran, dass man die Kosmetik-Einstellungen von Horizons, was Anzüge betrifft, glaube ich, auch jetzt in... das nächste war was anderes. Dass man die auch jetzt hier in Odyssey nutzen kann. Das ist noch Work in Progress, wenn man so will. Dann ein Multicrew mit 4 Spielern. Keine Ahnung, ob es gibt überhaupt Schiffe, wo mir als. Ne, Schiffe mit 2 Piloten gibt es, glaube ich. So, wo sind jetzt hier keine Dinger mehr? Das ist hier. Vielleicht werden wir mehr. Wir gucken mal aus der höheren Perspektive. Genau. Dann wird es in Colonia neue. Neue Ingenieure geben. Wow. Neue Ingenieure in Colonia für Odyssey. Genau, das sind scheinbar auch noch kennen. Da hinten das Ding, das ist zu nah am Schiff. Ach, da hinten, guck mal. So, nur mal gucken, so ein bisschen rechter Hand irgendwie. Dann wird's wohl, also das ist nicht spruchreif, irgendwie Erweiterungen von Missionsarten geben, dass man ein bisschen mehr Diversität, also unterschiedliche Missionen hat, die das Gameplay im Raumschiff und zu Fuß so ein bisschen verknüpfen irgendwie. Keine Ahnung, was das genau soll, aber das ist halt nur angekündigt. Muss mal gucken, ob wir hier noch auf dem richtigen Weg sind. Ich kenne gerade nichts. Und dann was sehr interessantes. Ne, denn das ist der. Ah, guck mal, da vorne. Okay. So. Da müssen wir jetzt gleich links, ich gucke gerade noch an deine Sterne vorbei. Und zwar wird es auf Megaschiffen auch Social Hubs geben. Also die Megaschiffe, die hier und da schwirre die hier rum. Auch ganz gerne in bestimmte Community Goals. Wenn halt irgendeine Fraktion irgendwo System erobern will, man halt dann nur dort was abgeben kann. Auf dem Megaschiff. Genau, und die soll Social Hubs bekommen. Also diese inner... Ich wollte gerade sagen, schon Innereien. Also, Moment, da ist er. Wo sind wir? Komm, können wir aussteigen. Genau. Diese Social-Dinger, wo man drin rumlaufen kann. Und was natürlich ganz wichtig ist, das beinhaltet... Ah, guck mal. Da, bisschen in der Luft, schon sieht man es. Und das beinhaltet natürlich auch die Vista Genomics Geschäfte, sage ich mal, um diese Pioneer Supplies, dass man die auch dann auch auf Megaschiffe findet. Und das ist eventuell, ich habe jetzt nicht im Kopf, ob es viele Megaschiffe außerhalb gibt, also außerhalb der Bubble. Und wenn das der Fall wäre, also es hat sich nur so angelesen, dass sie dann halt quasi, wenn sie denn wollte, galaxisweit die Genomics irgendwie platzieren könnte. Weil auf Fleet Carrier geht es ja noch nicht. So, was machen wir bestimmt mal so, bis in die Richtung. Genau. Und das kommt dann nicht mit AP7, das kommt dann später. Das ist auch eine schöne Sache, denke ich. Natürlich wahrscheinlich die ganzen Leute freuen sich wahrscheinlich, wenn wenn das endlich mal auf Fleet Carrier möglich ist. Okay, so ein bisschen Risiko muss ich noch dabei sein, weil die Fleet Carrier Besitzer, die haben ja keine, oder die müssen sich schon schön gut dran stellen, wenn sie irgendwie viel Explorer-Daten verlieren. die Genomics-Karte können sie noch verlieren.
Ja, aber mal gucken. Dann wollte ich noch was, komm du hin, aber jetzt, oder? Dann wollte ich noch was anderes erwähnen, aber die Tubus-Dinger sind hier gerade. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, nee, auch nicht. Moment, wir müssen noch mal gucken. Genau, diese Tubus wollte ich jetzt nicht. Was wollte ich denn jetzt? Genau, wenn wir schon gerade beim Scannen sind, jemand von euch ein cooler Tipp gibt. Und zwar gibt es auf der Webseite von, sieht man noch gar nichts, auf der Webseite von Canon, also dieses mitunter dubiose Forschungsgruppe, wo so findet man allerhand Infos, können wir mal drauf gucken, relativ interessant. Da gibt es auch eine Preisliste, sage ich mal, für die Scan-Dale, die man jetzt so macht, was das so inbringt. Das ist ganz interessant. Wenn ich dran denke, poste ich den Link mal unter, also in die Videobeschreibung. Können wir mal gucken, falls euch das mal interessiert. Und ja, interessant ist halt, dass es so halt, es halt recht viel Unerarte gibt. Ein paar, wahrscheinlich je nach Seltenheit würde ich mal annehmen. Ein paar Dinger sind relativ billig, sage ich mal. Da kriegt man nicht so viel Geld dafür. Um andere kriegt man relativ viel Geld dafür. Und das unterscheidet sich immer noch so durch den Typ von den Gräser zum Beispiel. Da gibt es hier diese Gräser und jene Gräser und die Enden sind halt relativ billig, da kommt man nicht viele vor, aber dann gibt es noch andere Gräser, also von der gleichen Gattung, da bekommt man halt doch einiges davor. Das ist ganz nett, wenn man da mal drüber gucken will. Genau. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Der Link ist dann in der Videobeschreibung. So, das machen wir mal. Oh, komm mal hier. Komm mal hier. Also. So irgendwie. Auch wenn man so Ketubus-Dinger findet. Dann hätte man wenigstens so die Bakterien nochmal Agumo davon und daneben. Ist alles gut. Hätte man wenigstens nochmal so Bakterien scannen. Auch nicht schlecht. Tubus hätte ich jetzt doch ganz gerne. Eventuell. Naja, okay, Zeit mir wahrscheinlich. Bin auch schon da. 22 Minuten. Ja, mein Maß ist ja schon denn komplett. Dum-di-dum-di-dum. Bakterium aurasus gelb. Also das aurasus habe ich mit dem Tipp gemeint. Also Bakterium ist ja klar, das aurasus hat dann so viel Credits und das B-Rasus hat dann was anderes. Sozusagen. So. Eventuell. Was soll man es noch machen? Kommt, bisher haben wir noch Zeit, oder? Ist das nicht hier die Gäfi? Dann könnte man noch mal ins Raumschiff und fliehe einfach mal ein bisschen dicht über der Oberfläche hin, ob man vielleicht noch ein paar Tubus-Dinger finde. Weil eigentlich wollte ich mir die angucken, aber ja gut, Bakterien auch nicht schlecht. Die hat man jetzt hier mal relativ gut gesehen, zumindest aus Vogelperspektive hat man die richtig gut gesehen jetzt. Das war ja mal positiv. Ist auch ziemlich unruhig hier die. Kann man sich nicht irgendwie an einer Buggy mit einer besseren Federung, wo man so fährt wie auf, wie auf Schienen und gar nichts merkt. Das müsst ihr jetzt wirklich mal rausbringen, weil die Planeten hier so uneben worden sind, dass man so irgendwie schön rumgrusen kann wie bei Horizons. Dass man irgendwie sich irgendwie die Federung ausmachen kann, dass man ein bisschen ruhiger fahren kann. Das ist ja Kopfweh.
Wenn du ein bisschen was getrunken hast, kannst du nur 3 Meter direkt aussteigen, weil es ja schlecht ist. Nein, nicht verlassen. Einsteigen. So, hier müsste man die Tubus-Dinger eigentlich sehen bei 80 Meter. Oh, und war wieder Bakterien hier. Bakterien sind genug hier, aber. Dinger nicht. Oh doch, guck mal hier. Oh, das sind sogar relativ viel. Da könnte man eventuell mal gucken. Also beziehungsweise da gucke ich doch mal, ob man irgendwie in dem Umkreis schon Probe scannen kann. Bucky könnte man trotzdem mitnehmen, ist doch ein bisschen weit eventuell. Gerne tun wir noch, oder? Ja. So viel Zeit werden wir noch haben, oder? So, gerade mal auf den Wald hier zufahren. Ah, wir wollen die Bakterien noch scannen. Da können wir hier jetzt wenigstens. Ne? Will schon jetzt scannen. Scan. Scan du Sau. Jetzt. So. Cupus conifer indigo. Na wunderbar. Das kenne ich auf keinen Fall. Ich glaube, das ist das erste, dritte Tubus-Dinger, die wir gefunden haben. Hier. Der Nebel. Kommen wir auch bald hin. So, da fahren wir doch hin, oder? Wir machen gerade mal einen Versuch, ob die Dinger, die man hier finde, ob das schon genug ist, die Entfernung. Wer es mal könnte im Codex gucken, wurden da schon gesagt, dass das da steht, aber Versuch macht klug. Höhe, Wald ist hier noch größer. Nee, der Wald ist noch nicht gut. Auch noch nicht. Na ja, komm, dann schnappen wir uns wieder den Buggy. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Unser. Ah, du hier.
So, dann. Mal bestimmen um den Wald hier rum Kurve. Was soll ich mal am besten mal. Ja, wir fahren einfach um diese Richtung hier, ist hier genug. Gehen wir auf Nummer sicher und nehmen dann eine Hinne dran. Der könnte eventuell schon weit genug wechseln. Eieieiei. Das ist so holprig. Nein, okay, gut. Von hier müssen wir mal ein bisschen länger fahren. Interessant. Ich habe gedacht, die hätte man jetzt schon. Aber gut, um euer Zeit und nicht unendlich zu strapazieren. Was mal, also was ich noch mache, ist jetzt klar. Ich nehme mal das Sample noch hier komplett. Hier steht hier genug hier hinne. Also ist hier einiges hier im Umkreis da und das kriegen wir. Stimmt noch hin, aber damit die Folge jetzt nicht zu unendlich lang wird, habe gedacht, das hätte ich jetzt ein bisschen einfacher lösen können. Egal. So, würde ich sagen, mit dem Donner Anblick verabschiede ich mich von euch und ich muss mal überlegen. Genau, ich wünsche euch dann schon mal ein schönes Wochenende, weil das ist die Folge für Freitag. Ja, das ist die Freitagsfolge. Cool, dann ihr schon. Weil Wochenende oder Hans jetzt, wenn er das Video guckt. Genau, stimmt. Die haben wir dann schon Wochenende. Wunderbar. Insofern bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.